mein Name ist Urs Keller und ich bin hier in der Meteo-Schweiz der Spezialist für Strassenwetter. Ab Anfang November muss man rechnen, dass es Winter wird. Hier in der Deutschschweiz. In der Westschweiz ist es eher so gegen Ende November, wo man dann wirklich muss jederzeit wieder mit Schnee rechnen muss. Im Tessin ist es sogar, wird es meistens Dezember, bis der erste Schnee kommt. Am meisten Unfälle haben wir sicher im städtischen Verkehr. Dort haben wir als grösstes Verkehrsaufkommen. Und natürlich auch auf der Brücke, wegen der dort verrissenen Fahrbahn. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass die meisten Unfälle Auffahrunfälle sind. Aus dem Grund, weil die Leute zu wenig Abstand halten und weil sie auch Gefahren unterschätzen, wenn es schneit und wenn es vereist ist. Winterreifen sollte man lieber eine Woche zu früh drauf tun. Wir empfehlen hier bei Mitte Oktober. Es ist dann auch besser, weil wenn man es später drauf tut, hat man mit längeren Wartezeiten bei der Garage dann zu rechnen. Was sehr häufig auftritt, ist die überfrierende Nässe. Sie tritt aber lokal auf. Wir sagen dem als Meteorologen Eisglätte. Und das ist einfach gefrorenes Wasser auf der Straße. Und da kommt es darauf an, wie viel Wasser es auf der Straße hat. Und das sieht man meistens durch das Glitzern, dass da jetzt nicht einfach eine nasse Straße ist, sondern dass das gefroren ist. Zum Beispiel, wenn es vor dem Auto nicht mehr spritzt. Ganz klar unterschätzt wird gefrorene Nässe, Nebel, wenn man zu wenig Abstand haben auf der Straße oder auch wenn man mit dreckigen Scheiben umeinander fährt. Vor allem bei dem verriesenden Regen, wo es Glatteis hervorruft, das ist sehr gefährlich. Es tritt vor allem zum Teil sehr lokal auf. Die meisten Unfälle haben wir, wenn der Wintereinbruch überraschend kommt, wenn niemand damit rechnet, dass es schon schneien kommt. Und dann haben die meisten Leute auch noch die Sommerpneu drauf. Im Winter, auch wenn es keinen Niederschlag gibt, kein Schnee, kein Eis, das oben runterkommt oder Wasser, dann ist der Nebel oder der Reifen ein Problem. In einer klaren Winternacht, wo einigermaßen viel Feuchtigkeit in der Luft ist, setzt sich Reifen ab. Das ist ein langsamer Prozess. Lange Zeit ist es nicht gefährlich, aber auf dem Morgen hin kann das gefährlich werden. ESP und Allrad sind sehr hilfreich im Winter, um durch den Schnee zu kommen. Wir müssen bitte nicht vergessen, zum gleichzeitigen Geschwindigkeit und auch den Fahrstil den Umständen anzupassen. Wenn halt dann doch mal ein Unfall passiert, dann sollte man sicher gerade mal die Warnweste anlegen, den Unfallstil sichern. Wenn es Verletzte gibt, unbedingt die Polizei und die Ambulanz rufen. Wenn es nur einen Sachschaden hat, dann kann man schauen, wenn man sich über das Verschulden einig ist, dann kann man ganz normal das Unfallprotokoll ausfüllen. Wenn man sich nicht einig ist, bitte immer die Polizei rufen. Also es ist sicher gut, den Wetterbericht zu hören. Am besten über Radio, das ist aktuell. Die, die es genau wissen wollen, gehen noch ins Internet, wo man es genau anlesen kann, wo es sogar auch Strassenzustandsprognosen gibt. Ich denke, da Meteo Schweiz hat so eine Strassenzustandsprognose. Meteo News hat eine, es hat die Via Suisse vor allem. Hat natürlich sehr viele Informationen über den Verkehr und über den Strassenzustand, wo man sich informieren kann, wenn man vor allem eine grössere Strecke macht.